In jedem dieser Gräber, die Sie hier sehen, liegt ein menschliches Wesen wie Sie. Sie alle haben auch einmal Fernsehen geschaut, genau wie Sie jetzt. Sie standen morgens auf, wuschen ihr Gesicht, frühstückten und gingen zur Arbeit oder zur Schule. Sie hatten Menschen, die sie liebten, Berühmtheiten, die sie bewunderten, Autos und Häuser und sie bezahlten ihre Rechnungen. Sie hatten ihre Feiertage, feierten das Neujahrsfest und ihren Geburtstag und dachten nicht einen Moment daran, dass sie genau wie ihren Geburtstag auch den Tag ihres Todes erleben würden. Jeder wird dem Tod ins Gesicht sehen. Dann wirst du uns zurückgegeben werden. Dem menschlichen Verstand bereitet es große Schwierigkeiten, die Größe des Universums und die Ordnung in ihm zu begreifen. Man schätzt, dass das Universum mehr als 300 Milliarden Galaxien enthält. Unsere Milchstraße ist nur eine davon. In der Milchstraße gibt es etwa 250 Milliarden Sterne. Unsere Sonne ist nur einer davon. Es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner an allen Stränden der Welt. Unsere Sonne ist nur eines dieser Sandkörner. Unsere Erde ist nicht einmal so groß wie eines dieser Sandkörner. Der Mensch, eine winzige Kreatur, die auf der Erde lebt, ist nichts gegenüber der Großartigkeit dieses gigantischen Universums. Die meiste Zeit jedoch vergisst der Mensch all das und bildet sich ein, groß zu sein. Er lebt in Stolz und Arroganz. Er vergisst, dass er eine hilflose Kreatur ist, erschaffen von Allah, dass er eines Tages sterben wird und dass er sich für seine Taten vor Allah verantworten muss. Er ist leidenschaftlich mit dieser Welt verbunden, eine Welt, die nach den Maßstäben des Universums kleiner ist als ein Sandkorn.
Und doch wird jeder Mensch bald sterben und irgendwo begraben werden. Allah wird ihm ganz sicher zeigen, wie machtlos er in Wirklichkeit ist, bevor er im Jenseits weiterleben kann. Falls jemand nicht schon in jungen Jahren stirbt, so kann man das schlimmste Beispiel für die Hilflosigkeit des Menschen dann sehen, wenn er alt wird. Die meisten Menschen verbringen ihr Leben, indem sie wie in einem Käfig hin und her laufen. Und die Zeit vergeht schnell. Tage, Monate und Jahre rauschen in einem Augenblick vorbei. Doch aus irgendeinem Grund ignorieren die Menschen dies. Es ist, als dächten sie, sie würden niemals alt. Doch die Tage der Jugend, die so fröhlich und unendlich lang zu sein scheinen, sind in Wahrheit sehr kurz. Fast jeder sieht ein, dass er eines Tages alt werden wird. Doch junge Leute meinen immer, dass diese Tage in einer fernen Zukunft liegen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass sie eines Tages alt, schwach und hilflos sein werden. Die zwei jungen Menschen auf diesem Bild sehen gut aus mit ihrer glatten Haut und ihren leuchtend weißen Zähnen. Doch es gibt hier ein kleines Detail, das nicht so offensichtlich ist. Diese Bilder wurden 1955 aufgenommen. Als das Bild gemacht wurde, haben die beiden wahrscheinlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass sie eines Tages alt werden würden. Nun sind fast 50 Jahre vergangen und nichts erinnert mehr an ihre Jugend und ihre Schönheit auf diesem Bild. Die Zeit zerstört alles. Das ist der Lauf der Welt. Eine süße, köstliche, wohlriechende Orange wird irgendwann verfaulen. Ein Apfel verrottet in sehr kurzer Zeit. Auch menschliche Schönheit vergeht leicht. Die Haut, wichtigste Komponente menschlicher Schönheit, verliert ihre Elastizität im Lauf der Zeit und sie wird dünner. Die glänzende, glatte Haut der Jugend wird mit zunehmendem Alter faltig. Sie verliert alles Leben wie trockener Schlamm. Die Haut eines jungen Menschen ist straff. Kneift man sie ein wenig zwischen den Fingern und lässt wieder los, so nimmt sie ihre vormalige Form wieder an. Dagegen bleibt die Haut eines alten Menschen faltig. Das Haar wird weiß und fällt mit zunehmendem Alter aus. Jedes Organ des Körpers bekommt seinen Anteil an dem Schaden, den der Alterungsprozess verursacht. Nicht nur die äußere Erscheinung des Menschen altert, auch sein Wahrnehmungsvermögen. Da die Nervenzellen sich nicht mehr erneuern, lassen die sensorischen Fähigkeiten der Menschen nach, wenn sie älter werden.
Seh- und Hörfähigkeit nehmen ab. Der sichtbare Verfall des menschlichen Körpers ist ein beeindruckendes Beispiel für die vergängliche Natur allen Lebens auf dieser Welt. Prominente Künstler, Filmstars oder Politiker, deren jugendliche Schönheit die Welt beeindruckt hat, sind im Alter völlig anders. Sie verlieren alle Kraft und Schönheit. I am the greatest. Sportler, berühmt für ihre Kraft und Ausdauer, werden im Alter schwach und kraftlos. Die berühmten Menschen, die Sie gleich in Ihrer Jugend und als alte Menschen sehen werden, sind Symbole für die vergängliche Natur dieser Welt. Ihre eigene Haut wird eines Tages genauso aussehen wie diese hier. Und wenn Sie in den Spiegel schauen, wird es genau das hier sein, was Sie sehen werden. Selbst im frühestem Alter, noch voller Pläne für die Zukunft, kann der Mensch krank werden und sterben. Millionen Menschen sterben heutzutage an Krebs oder anderen unheilbaren Krankheiten. Gegen viele Viren hat man noch kein Gegenmittel gefunden, und ein winziges Virus reicht aus, das Leben eines Menschen zu beenden. Niemand kann sicher sein, dass er nicht eines Tages einer solchen Krankheit zum Opfer fällt. Ein Blutgefäß in Ihrem Gehirn kann ohne ersichtlichen Grund platzen. Der kleine Fleck auf diesem Röntgenbild zeigt solch ein geplatztes Blutgefäß. Es kann dem Gehirn irreparablen Schaden zufügen. Das auslaufende Blut lässt durch seinen immer stärker werdenden Druck auf das Hirn lebenswichtige Zellen absterben, und der Betroffene ist in Gefahr, sein weiteres Leben verkrüppelt, gelähmt oder geistig behindert zu verbringen. Jeremy Clive zum Beispiel, Jurastudent an der Cambridge University, der hier zu sehen ist, hatte große Pläne für die Zukunft. Eines Tages jedoch brach er zusammen, als er im Büro seines Professors arbeitete. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Eine Ader in seinem Gehirn war geplatzt und er hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Er wurde sofort operiert. Doch er hatte bereits schwere Hirnschäden davongetragen und dadurch sein Kurzzeitgedächtnis verloren.
Seine akademische Laufbahn war zu Ende, sein Traum, Rechtsanwalt zu werden, war geplatzt. Alles, was er sah und hörte, vergaß er wieder innerhalb der nächsten 5 Minuten. Er war deswegen gezwungen, alles, was er tat, laut zu kommentieren und auf Tonband aufzunehmen. Er musste das Band sogar abhören, um herauszufinden, ob er gerade etwas gegessen hatte oder nicht. Aus dem angehenden Rechtsanwalt war jemand geworden, der sich nicht mehr daran erinnern konnte, was er nur 5 Minuten vorher getan hatte und der nun zum permanenten Pflegefall geworden war. Dieses Bild zeigt den 21-jährigen Henri de Lobinière. Zu dem Zeitpunkt, als es aufgenommen wurde, war er ein vielversprechender Universitätsstudent. Mit 42 war er ein erfolgreicher Geschäftsmann und Vater von 2 Kindern. Eines Morgens fühlte sich sein Gesicht taub an. Als er zum Arzt ging, erfuhr er, dass er Krebs in seiner linken Gesichtshälfte hatte. Kurz danach erblindete er auf dem linken Auge. Toshigo Suzaki aus Japan war eine glücklich verheiratete, erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages erlitt sie einen Hirnschlag. Eine selbstbewusste, erfolgreiche Geschäftsfrau wurde von einem Tag auf den anderen zu einer geistig Behinderten. Sie konnte nicht mehr selbst für ihre grundlegenden Bedürfnisse sorgen. Da sie ihr Gedächtnis vollständig verloren hatte, war die Karriere, an der sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatte, bedeutungslos geworden. Angesichts solcher Fälle sollte der Mensch darüber nachdenken, wie bedeutungslos eine leidenschaftliche Hinwendung zum Leben auf dieser Welt ist. Er muss erkennen, dass sein Besitz ihm nur auf Zeit überlassen worden ist, um ihn zu prüfen. Allah ist es, der den Menschen erschaffen hat. Und nur er ist es, der ihn vor allen Gefahren beschützen kann. Wenn er es will, kann Allah dem Menschen Krankheiten und Verletzungen zufügen, sodass der Mensch daran erinnert wird, wie hilflos er ist. Der Grund dafür ist, dass diese Welt ein Ort ist, den Allah geschaffen hat, um die Menschen zu versuchen. Während dieser Prüfung können die Menschen das Recht auf ewiges Leben im Paradies erlangen, wenn sie sich entsprechend der moralischen Werte verhalten, die er ihnen vorgeschrieben hat. Die Hochmütigen und die, die ein paar Dutzend Jahre auf dieser Welt dem ewigen Leben im Jenseits vorziehen, werden das Strafgericht, ihre Hilflosigkeit und Not im Jenseits nicht umgehen können. Doch Krankheit ist nicht die einzige Gefahr, die in dieser Welt auf uns lauert. Wir können durch einen Unfall verkrüppelt werden oder gar sterben. Die Zeitungen berichten jeden Tag über Dutzende von Unfällen.
Die Menschen, die dabei ihr Leben verlieren, stellten sich niemals vor, dass sie bald sterben würden. Voller Pläne für die Zukunft und befangen in der Hetze des Alltags starben sie durch einen Unfall. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass unter denen, die diesen Film sehen, junge Menschen sind, die in einem völlig unerwarteten Moment sterben werden. Sie selbst könnten dazugehören. Dieser Film kann Ihre letzte Warnung sein, Sie an den Tod zu erinnern und Sie dazu zu bringen, über das Jenseits nachzudenken. Die Hilflosigkeit, die die Menschen in ihrem täglichen Leben erfahren, ist nichts weniger als der Beweis der Unvollkommenheit und der vergänglichen Natur des Lebens in dieser Welt. Der menschliche Körper muss permanent sauber gehalten, ernährt und umsorgt werden. Menschen, die sich selbst für hübsch oder schön halten und deswegen voller Stolz sind, sehen überhaupt nicht gut aus, wenn sie morgens aus dem Bett aufstehen. Sehr viele Menschen halten die Unzulänglichkeiten, die wir aufgezählt haben, für völlig normal. Sie überlegen sich nicht, warum sie so machtlos und unvollkommen geschaffen wurden, warum sie ständig der Reinigung und Pflege bedürfen. Doch wenn Allah es so gewollt hätte, hätte der Mensch keine dieser Schwächen und er wäre nicht so unvollkommen. Andere Lebewesen sind tatsächlich weniger bedürftig als der Mensch. Blumen sind zum Beispiel jederzeit vollkommen sauber, riechen wohltuend und brauchen sich nicht zu pflegen, obwohl sie dem schlammigen Boden entspringen. Wenn Allah gewollt hätte, wäre der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens rein wie eine Blume. Oder er brauchte niemals krank zu werden, niemals Schmerz und Leid erfahren. Doch der Mensch ist absichtlich unvollkommen erschaffen worden, schwach und pflegebedürftig, damit er seine eigene Hilflosigkeit erkennen soll. Alles auf dieser Welt, die als ein Ort der Versuchung geschaffen wurde, ist dazu verurteilt, alt zu werden, zu welken und zu sterben. In der 57. Sure des Korans erinnert Allah uns an die Wahrheit über das Leben in dieser Welt auf folgende Weise. Wisst, dass das irdische Leben nur Spiel und Scherz und Flitter und Prahlerei unter euch ist und Wetteifern um Vermögen und Kinder. Dies gleicht dem Regen, der Pflanzen hervorbringt, deren Wachstum die Bauern erfreut. Dann aber welken sie, und du siehst sie vergilben, dann zerbröckeln sie. Und im Jenseits ist strenge Strafe ebenso wie Verzeihung von Allah und Wohlgefallen. Doch das irdische Leben ist nur ein trügerischer Nießbrauch auf Zeit. Zusammen mit der physischen Schwäche und dem Alterungsprozess der Menschen geht ein anderer bedeutender Beweis der Vergänglichkeit des Lebens auf dieser Welt einher. Naturkatastrophen. Die Welt ist einer möglichen Gefahr aus dem Weltraum ausgesetzt. Meteoriten.
Solche Katastrophen hat es gegeben. Wissenschaftler glauben, dass der Einschlag eines Meteoriten verantwortlich war für das Aussterben der Saurier. Ein weiterer Meteorit könnte jederzeit auf der Erde einschlagen. Die einzige Frage ist, wann? Diese Bedrohung, der die Welt permanent ausgesetzt ist, war eine Quelle der Inspiration für Hollywood. Der Film Armageddon zeigt die furchtbare Zerstörung, die selbst ein kleiner Meteorit anrichten könnte. Deep Impact befasste sich mit einem ähnlichen Thema. Die Flutwellen, die ein großer Meteorit beim Einschlag ins Meer verursachen würde, würden ganze Städte verschlingen. Diese Szenarien sind mehr als bloße Fantasiegebilde. Die Welt ist solchen Gefahren tatsächlich ständig ausgesetzt. Wenn wir uns die Welt von der Größe eines Apfels vorstellen, so ist die Erdkruste, auf der wir leben, dünn wie die Apfelschale. Sie ist sehr schwach. Ein leichter Stoß von außen wäre ausreichend, einen Riss entstehen zu lassen. Doch die Gefahr existiert nicht nur am Himmel, sondern auch genau unter unseren Füßen. Direkt unter der Oberfläche, auf der wir leben, befindet sich eine mehrere tausend Grad heiße Magmaschicht. Als Folge vulkanischer Aktivität steigt diese Magma manchmal an die Oberfläche. Unsere Welt hängt tatsächlich am seidenen Faden. Beeindruckende Berge explodieren wegen des vulkanischen Drucks unter ihnen. Es gibt keine Möglichkeit, ein solches Desaster abzuwenden.
prächtigen Gebäude, die großartigen Städte, die die Menschen so stolz gebaut haben, werden in einem einzigen Augenblick zusammenstürzen. Nahezu alle 2 Minuten gibt es irgendwo ein Erdbeben. Die meisten von ihnen sind sehr leicht und nicht einmal spürbar. Doch wenn Allah wollte, könnten Erschütterungen auftreten, deren Auswirkungen alles Leben auf dieser Welt auslöschen und alles von Menschenhand Gebaute zerstören würden. In der Tat ist unser Planet mit all seinen Grabenbrüchen und tektonischen Bewegungen der Kontinentalplatten ständigen Erdbeben ausgesetzt. Die Menschen glauben generell, dass technischer Fortschritt und die daraus sich ergebende Erfahrung solche Katastrophen verhindern können. Doch manchmal sind alle Anstrengungen, sie zu verhindern, vergeblich. Eines der jüngsten Beispiele dafür war das verheerende Erdbeben in der japanischen Stadt Kobe im Jahr 1995. Die Stadt war erdbebensicher gebaut worden, doch die Erdstöße rissen sie in Stücke, als sei sie aus Papier. Japan hatte $1 Milliarden für ein Erdbebenwarnsystem ausgegeben, doch man war nicht in der Lage, dieses Beben vorherzusagen. Die Häuser, die angeblich den stärksten Erdstößen standhalten konnten, stürzten ein wie Kartenhäuser. Manchmal führen Erdbeben zu weiteren Katastrophen. Ein ozeanisches Beben kann riesige Flutwellen, Tsunamis, auslösen. Diese Wellen können ganze Küstenstriche verwüsten. Ihre zerstörerischen Auswirkungen können unvorstellbare Ausmaße erreichen. Sie haben eine durchschnittliche Höhe von 30 Metern und können ohne Vorwarnung auftreten. Hunderttausende von Menschen ließen im Lauf der Geschichte ihr Leben wegen solcher Flutwellen. Eine solche Welle kann eine ganze Küstenstadt auslöschen. Folgende Aufnahmen wurden von einer Kamera in einer Hotelgarage nahe des Meeresufers gemacht. Kurz danach schlug eine zweite Welle zu.
Atmosphärische Stürme wie Taifune und Hurricanes sind regelmäßige Vorkommnisse. Diese Stürme sind manchmal stark genug, um Häuser, Bäume, Strommasten und Autos durch die Luft zu wirbeln. Der Mensch ist hilflos gegenüber den zerstörerischen Auswirkungen solcher Wirbelstürme. Eine moderne Stadt kann durch einen starken Sturm völlig verwüstet werden. Ihre Yachten und die Villen, auf die die Menschen so stolz sind, können in Berge von Schrott verwandelt werden. Starke Regenfälle können Flüsse über ihre Ufer treten lassen und in einem Augenblick alles in ihrem Weg Befindliche zerstören. Im Lauf der Geschichte haben Millionen Menschen durch die Auswirkungen solcher Überschwemmungen ihr Leben verloren. Und noch mehr Menschen werden ihnen in Zukunft zum Opfer fallen. Keiner dieser Menschen wird jemals auch nur einen Moment daran gedacht haben, dass sein Leben auf diese Weise enden könnte. Das Wichtigste ist, aus solchen Katastrophen zu lernen, sie als Warnungen zu verstehen, die den Menschen an seine Sterblichkeit erinnern und an die Vergänglichkeit des Lebens. Der Mensch muss über diese Katastrophen nachdenken und erkennen, dass diese Welt es nicht wert ist, sich begierig an sie zu binden, dass sie kein Ort ist, an dem er für immer leben kann. Die Geschichte ist voll von Ereignissen, die uns warnen, dass das Leben dieser Welt vergänglich und der Tod nahe ist. Eine dieser Warnungen geschah 1912. Die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der zivilen Seefahrt. Die Titanic, das größte und luxuriöseste Passagierschiff, das je gebaut worden war, war der Stolz Großbritanniens. ...55 Meter hoch und 275 Meter lang war es auf dem letzten Stand der Technik. Die Titanic galt als unsinkbar. Doch auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte sie mit einem Eisberg und wurde schwer beschädigt. Sie versank unter schrecklichen Umständen in den eisigen Wassern des Atlantiks. 90 Jahre später war die Katastrophe Thema eines Hollywood-Films. ...1500 Menschen ertranken in der eiskalten See. Da das Schiff als unsinkbar galt, waren zu wenige Rettungsboote an Bord. Unter denen, die umkamen, waren einige der reichsten und aristokratischsten Bürger Englands. Dieses Ereignis zeigt erneut, dass die Menschen nicht dem Schicksal ausweichen können, das Allah ihnen bestimmt hat. Die Tragödie der Titanic ist eine Lektion der Geschichte und ein Beispiel für die Katastrophen, die jene heimsuchen werden, die ihr Reichtum arrogant werden ließ und die vergessen haben, dass Allah die einzig absolute Macht ist.
Ein wohlbekanntes Beispiel von Menschen, die stolz geworden waren und dann vernichtet wurden, ist die Zerstörung der antiken Stadt Pompeji. Die Hänge des Vesuvs waren vor 2000 Jahren mit Weinreben bedeckt. Pompeji lag am Fuß des Berges nahe dem Meer und war die übliche Sommerresidenz reicher Römer. Das Leben dort bestand aus Ausschweifungen und Perversionen. Dasselbe galt für die Nachbarstadt Herculaneum. Doch einer der gewaltigsten Vulkanausbrüche der Geschichte bereitete diesen lieblichen Orten ein Ende. Das perverse Leben der Einwohner dieser Städte, deren Leichen durch den Aschenregen, der dem Vulkanausbruch folgte, mumifiziert wurden, kann heute in allen Details besichtigt werden. Der Reichtum von Zivilisationen, die vor Hunderten oder Tausenden von Jahren lebten, war absolut sinnlos. Was von ihnen blieb, sind ihre Überreste mit ihrer schrecklichen Botschaft. Allah erinnert uns in der 30. Sure des Korans daran, dass wir aus dem Schicksal vergangener Völker lernen müssen. Reisten sie denn nicht durch das Land? Sahen sie denn nicht, wie das Ende derer war, die vor ihnen lebten? Sie waren stärker als sie an Kraft und bebauten und bevölkerten die Erde mehr als sie. Und es kamen zu ihnen ihre Gesandten mit deutlichen Beweisen. Und es war nicht Allah, der ihnen Unrecht antat, sondern sie selber fügten sich Unrecht zu. Neben dem, was wir bisher behandelt haben, gibt es eine weitere wichtige Angelegenheit, über die jedermann nachdenken sollte. Der eigene Tod. Die meisten Menschen vermeiden es, an ihren eigenen Tod zu denken. Sie ziehen es vor, nicht an den Tag zu denken, an dem sie nicht mehr länger in dieser Welt leben werden. Und doch ist der Tod überall. Während der Dauer dieses Films werden weltweit 6000 Menschen sterben. Doch die Menschen begegnen dem Tod in ihrem täglichen Leben nicht. Der Tod wird von der Fernseh- und Filmindustrie benutzt, um Spannung und Nervenkitzel hervorzurufen. Doch der Tod ist unvermeidlich und erwartet jeden von uns. Dies ist die größte Wahrheit des Lebens auf dieser Welt. Milliarden Menschen haben bisher auf der Welt gelebt. Jedes dieser Skelette hier war einmal ein Mensch wie Sie, mit Idealen, mit Familie und Hoffnung für die Zukunft. Doch alles, was von ihnen blieb, sind diese Knochen, die hier in einem Museum zu sehen sind. Keiner dieser Menschen, die 100 Jahre zuvor gelebt haben, ist heute noch am Leben.
In noch einmal 100 Jahren wird keiner der Menschen, die Sie im Moment sehen, mehr am Leben sein. Und nicht nur Sie, jeder andere, den Sie kennen, den Sie mögen oder nicht mögen, und Sie selbst werden tot sein. Denn jeder Pulsschlag Ihres Herzens bringt Sie der Stunde Ihres Todes näher. Das, was wir als Zeit bezeichnen, ist in Wirklichkeit der Countdown bis zum Tod des Menschen. Es ist schon jetzt vorherbestimmt, wie viele Tage, Stunden und Minuten jeder, der diesen Film sieht, noch leben wird. Und die verbleibende Zeitspanne wird ständig kürzer und nähert sich null. Dann wird der unausweichliche Moment kommen und der Countdown wird zu Ende sein. Ihr Herz, das so viele Jahre geschlagen hat, wird aufhören zu schlagen. Und Sie werden Ihren letzten Atemzug tun und der Tod wird Sie holen. Ihr Körper wird anfangen zu erkalten. Hier sehen Sie Bilder eines nach dem Tod erkaltenden Körpers, aufgenommen mit einer Wärmebildkamera. Die Körpertemperatur fällt sehr schnell ab nach dem Tod. Vergessen wir jedoch nicht, dass der Mensch durch den Tod seinem wahren Leben entgegengeht, das ewig währen wird. Jeder Mensch wird nach seinem Tod auferstehen und er wird sich vor Allah für seine Taten verantworten müssen. Jene, die aufrichtig an Allah glauben während ihres Lebens in dieser Welt, die ihm wirklich gedient haben und die ihre Sünden bereuen, werden mit den endlosen Segnungen des Paradieses ihre Belohnung erhalten. Doch jene, die die vergänglichen Reize des Lebens in dieser Welt, Allahs Wohlgefallen und dem Jenseits vorziehen, werden Qualen erleiden, die sie sich niemals haben vorstellen können. Um dem zu entgehen, muss der Mensch vermeiden, sich von den Annehmlichkeiten des Lebens dieser Welt vereinnahmen zu lassen. Nichts von all den schönen Dingen dieser Welt sollte ein Ziel für den Menschen sein. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist, Allahs Wohlgefallen zu suchen und ihm zu dienen, der den Menschen erschaffen und ihm so viele Segnungen gegeben hat. Der Mensch muss wissen, dass alles Leben auf dieser Welt vergänglich ist. Allah ist es, der zeitlos, der ewig ist. Allah beschreibt das Leben dieser Welt mit folgenden Worten. Alles auf Erden ist vergänglich. Bestehen aber bleibt das Angesicht deines Herrn, des Herrn voll Majestät und Ehre. In diesem Film haben wir die Wahrheit über das Leben dieser Welt untersucht und wir haben klare Beweise dafür bekommen, dass diese Welt ein vorübergehender Ort für uns ist. Alles auf dieser Welt kommt zu einem Ende, der Mensch eingeschlossen. Früher oder später stirbt jeder Mensch und geht in das Jenseits hinüber und er lässt alles, was er je besaß in dieser Welt, dabei zurück. Wenn der Mensch verstrickt ist in seine Begierde für die wertlosen Dinge dieser Welt,
der Religion um ihretwillen den Rücken zukehrt und ein Leben voller Ehrgeiz, Anspannung und Zweifel führt, so endet dies mit dem größten aller möglichen Verluste. Jedermann muss sich Allah hingeben, ihm vertrauen und nach den Werten leben, die er gelehrt hat. Er muss tolerant sein und bescheiden, er muss vergeben und hilfreich sein gegenüber anderen. Sein Verhalten muss ehrlich sein, aufrichtig und gerecht, und er muss bereit sein, Opfer zu bringen. Jemand, der diese Tugenden lebt, wird vor den Versuchungen selbstsüchtiger Begierden bewahrt bleiben. Nur auf diesem Wege kann er gerettet werden. So hat es Allah im Koran offenbart. Wer so vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, denen ergeht es wohl. Achtung! Dieser Film kann Ihre letzte Warnung sein, Sie an den Tod zu erinnern und Sie dazu zu bringen, über das Jenseits nachzudenken.